Ja, herzlich willkommen zur digitalen Sprechstunde Frag die OB mit unserer Bonner Oberbürgermeisterin Katja Dörner. Vielen Dank, dass Sie das ermöglichen, dass die Bonner so auf dem Weg digital sich mit Ihnen austauschen können. Genau. Und was ich gerne direkt mal sagen würde, also wir sind ja jetzt seit der letzten Frag die OB sind ja 6 Wochen vergangen und in der Zeit ist viel passiert. Erst gab es so ein bisschen Lockerungen, dann hat man gesagt, okay, war vielleicht doch ein bisschen früh. Sie haben sehr viel wahrscheinlich auch erlebt als Oberbürgermeisterin. Nehmen Sie uns doch gern mal mit und sagen Sie uns, was war so los in den letzten 6 Wochen und was würden Sie den Bonnern gerne erzählen? Ja, also die letzten Wochen waren sehr arbeitsintensiv, ja, auch für mich als Oberbürgermeisterin. Sie haben die Corona-Situation schon angesprochen mit extrem vielen, auch oft kurzfristigen Veränderungen, die uns dann in der Stadtverwaltung vor die Situation stellen, dass wir sehr schnell bestimmte Dinge auch umsetzen müssen, ob das jetzt Veränderungen beim Impfen beispielsweise ist. Ich denke, alle erinnern sich noch gut, als kurzfristig AstraZeneca nicht mehr verimpft werden konnte, was das dann auch logistisch beispielsweise hier in Bonn für unser Impfzentrum bedeutet. Die ganze Frage jetzt auch, wie ging es nach den Osterferien insbesondere mit den Kitas weiter, wie geht es mit den Schulen weiter, da ja auch sehr kurzfristige Entscheidungen, die wir dann sehr schnell auf kommunaler Ebene umsetzen müssen. Das ist durchaus auch öfter mal eine Herausforderung. Ja, und jetzt warten wir auf eine Entscheidung auf der Bundesebene. Gestern hat ja das Bundeskabinett eine sogenannte Bundesnotbremse beschlossen. Das kommt jetzt in den Bundestag. Und wenn dieses Gesetz beschlossen wird, in der einen oder anderen Variante, wovon ich mal ausgehe, wird das auch sehr weitgehende Folgen wieder für Bonn haben. Wir haben uns ja beispielsweise entschlossen, als wir den Inzidenzwert von 100 überschritten hatten, über mehrere Tage nicht den Einzelhandel beispielsweise komplett zuzumachen, sondern das zu ermöglichen, dass man, wenn man einen aktuellen negativen Schnelltest hat, trotzdem weiter mit einem Termin und unter Einhaltung aller Hygienevorschriften natürlich weiter auch einkaufen gehen kann. Das würde dann beispielsweise nicht mehr möglich sein. Und auch eine nächtliche Ausgangsbeschränkung steht ja im Raum, also sehr, sehr weitgehende Regularien, die dann auch auf Bonn zukämen. Aber einen anderen Punkt wollte ich auch noch anbringen. Die Klimakrise beispielsweise, die schläft ja auch nicht, auch wenn sie nicht so im Fokus ist aktuell. Und in dieser Woche findet digital, komplett digital, der ICLEI-Weltkongress statt. ICLEI ist ein Netzwerk von Städten weltweit, die sich eben insbesondere um Klima schert. Und da habe ich im Laufe dieser Woche auch eine ganze Reihe von digitalen Terminen, um uns eben auch weltweit untereinander zu vernetzen und voneinander zu lernen, was wir tun können, um unsere Städte klimaneutral zu machen. Also auch das gehört weiter zu meinem Leben. Mhm, vielen Dank. Ja, wir bekommen jetzt auch schon viele Fragen rein. Mhm. Ich schaue mir das gleich mal an. An der Stelle, man kann unter Bonn macht mit Fragen einreichen. Die werde ich dann weiterleiten. An unsere Bonner Oberbürgermeisterin mit Unterstützung von ihrem Amt. Und genau, ich werde auch ab und zu mal in den Chat schauen. Ansonsten fange ich gleich mit der ersten Frage an. Genau. Ich lese jetzt mal vor. Hallo in die Runde. Die ärmeren Stadtteile wie Tannenbusch oder Auerberg sind stärker von einer möglichen Infektion mit Covid betroffen als andere Stadtteile. Frau OB, Wie schützen Sie uns, beziehungsweise was unternehmen Sie für die Bürgerinnen und Bürger? Genau. Also wenn man sich diese Zahlen anschaut, die ja auch im Generalanzeiger veröffentlicht worden sind, da muss man natürlich ein bisschen differenziert hinschauen. Es ist richtig, dass wenn man nur auf die Postleitzahlen guckt, also mit der 17 am Ende, mit der 19 am Ende beispielsweise, dann sind das sehr hohe Prozentwerte, aber da leben natürlich auch proportional mehr Menschen als beispielsweise hier in der Innenstadt. Ja, deshalb muss man die Zahlen schon differenziert betrachten, aber es ist tatsächlich so, dass auch in den Stadtteilen, wo
viele Menschen, große Familien in eher beengten Wohnungen leben, ist der Inzidenzwert höher. Das hat uns natürlich auch durchaus alarmiert. Da haben wir heute im Krisenstab drüber uns auch ausgetauscht. Und wir werden jetzt nochmal auch genau gucken, wie wir kommunizieren können. Ja, beispielsweise auch nochmal Informationen in unterschiedlichen Sprachen, auch Videos in unterschiedlichen Sprachen zur Verfügung stellen, um nochmal genau darauf hinzuweisen, wie man sich jetzt eben auch so verhalten kann, dass man sich möglichst nicht infiziert. Wir haben aber in Bonn, wenn ich das jetzt ein bisschen breiter ziehe, diese Frage, natürlich viele Maßnahmen ergriffen, um die Bevölkerung auch zu schützen. Wir haben beispielsweise den Schülerverkehr ausgeweitet. Das kommt jetzt in dieser Woche nicht zum Tragen. Aber wenn der Wechselunterricht wieder stattfindet, also es fahren mehr Busse, damit eben weniger Kinder in einem Bus fahren müssen. Wir haben jetzt mittlerweile 200 Orte in Bonn, wo man Schnelltests machen kann. Also auch die ganze Frage von Ausweitung der Testinfrastruktur ist uns sehr wichtig. Da werden wir beispielsweise auch noch mal genauer gucken. Ja, sind die an den richtigen Orten? Ja, haben alle Bürgerinnen und Bürger auch den gleichen Zugang, Tests machen zu können, um eben auch an der Stelle sich selber absichern zu können und schützen zu können? Ja, das ist eigentlich ein passender Übergang. Ich bin auch getestet, Sie sind auch getestet. Auch gerade. Ich finde, das funktioniert schon recht gut, muss ich sagen, aus meiner Perspektive. Sie haben das Thema Schulen angesprochen. Da hat jemand in den Chat geschrieben, sie ist Lehrerin, um die 50, sagt sie. Und sie fragt, obwohl ich weiß, wie dringend unsere Kinder wieder in die Schule müssen, gehe ich Montag mit Bauchweh, ungeimpft in die Schule. Sie macht Selbsttests und sie trifft. Oh, sorry. Okay, die Frage lautet, warum wurden Friseure und Physiotherapeuten mit den Sonderdosen geimpft? Und ich glaube, die Frage lautet, warum wir Lehrer nicht? Mhm. Also Friseure wurden nicht mit Sonderdosen geimpft. Physiotherapeuten bieten für viele Menschen ja wichtige auch medizinische Leistungen an, sind auch in unmittelbarem Kontakt. Deshalb haben wir ein Kontingent von Physiotherapeuten, Physiotherapeutinnen aus den Sonderkontingenten hier in Bonn auch geimpft. Wir haben die Grundschullehrkräfte jetzt in einem ersten Schwung sozusagen geimpft, die sich haben impfen lassen wollen. Tatsächlich die Lehrkräfte an den weiterführenden Schulen noch nicht, weil wir keine weiteren Kontingente zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung haben. Wir setzen sehr stark auf Schnelltests jetzt auch in Schulen. Ich hoffe, dass das jetzt auch von der Logistik her klappt. Also ich habe heute Nachmittag, wie wahrscheinlich wir alle, von Frau Gebauer die Nachricht bekommen, dass ab nächster Woche der Wechselunterricht tatsächlich wieder stattfindet. Und dann gehe ich mal davon aus und setze auch darauf, dass die Testinfrastruktur dann funktioniert und wir darauf hoffen müssen, dass durch die Hygienekonzepte, durch den Wechselunterricht und durch die Testinfrastruktur dann wir da ein möglichst gutes Umfeld schaffen, um auch in den Schulen sicher sein zu können. Genau, und da auch jetzt nochmal die Frage, die letzte Mal auch schon kam, warum werden Elternbeiträge erhoben in voller Höhe in den Kitas? Vielleicht können Sie das nochmal kurz erörtern. Also wir haben ja für Januar die Elternbeiträge ausgesetzt, jetzt für die darauffolgenden Monate nicht. Die Regelung ist ja so zwischen Bund und Land, dass zwischen der Kommune und dem Land, dass die Kommune und das Land sich die Elternbeiträge dann geteilt haben in dem Monat. Die gesamte Finanzierung im Kita-Bereich und auch im OGS-Bereich ist ja eine Mischfinanzierung zwischen Kommune und Land. Wir haben als Kommune gesagt, und das transportiere ich auch und transportieren wir auch über die kommunalen Spitzenverbände, dass wir bereit sind, auch über den einen Monat hinaus auf die Erhebung von Elternbeiträgen zu verzichten, fordern aber das Land auf,
seinen Teil eben auch dazu zu leisten, sodass wir das wieder 50-50 aufteilen können. Und da sind wir mit dem Land noch in Verhandlungen. Ich kriege mal solche Signale und mal solche Signale, aber zum jetzigen Zeitpunkt würde ich da als Kommune es nicht für klug halten, da komplett in Vorleistung zu gehen. Ich verstehe den Unmut der Eltern total. Wir bitten insbesondere im Kita-Bereich, aber auch im OGS-Bereich, dass die Kinder wirklich nur im Notfall in die Kita gehen, beziehungsweise insbesondere eben in die OGS, in die Ganztagsbetreuung und erheben trotzdem die Gebühren. Ja. Man muss aber natürlich auf der anderen Seite auch sehen, die Angebote bestehen ja fort für einen nicht ganz geringen Teil der Kinder. Also wir müssen natürlich auch das Personal weiter finanzieren. Wir müssen das Mittagessen weiter finanzieren. Also die Kosten auf der Seite der Kommunen und auf der Seite der Träger, die fallen ja auch nicht komplett weg. Aber wie gesagt, wir sind da noch in Verhandlungen mit dem Land und wir sind da selber bereit, da unseren Beitrag auch noch mal zu leisten. Aber da es sich eben auch für die Kommune um eine recht hohe Summe handelt, die wir dann sozusagen zurückschießen müssten an die Eltern, ja, erwarten wir schon vom Land, dass das Land auch seinen Beitrag leistet. Okay. Und dann war hier eine Frage, die einen möchten gerne, dass es Lockerungen gibt, dass die Geschäfte öffnen können, die anderen sagen, nee, harter Lockdown jetzt sofort. Und da gab es ja die Möglichkeit, sich als Modellstadt zu bewerben. Und so wie das hier gerade kommentiert wurde, haben Sie den Antrag zurückgezogen erörtern Sie gerne mal, wie Sie dazu gerade stehen. Also der Ablauf war so, dass wir mittwochs erfahren haben, dass es in NRW Modellregionen, Modellstädte geben soll. Wir hatten aber darüber hinaus keine Informationen. Und dann habe ich Donnerstag an die Staatskanzlei und an Herrn Laschet eine E-Mail geschrieben, dass wir Interesse haben und dass sie uns doch bitte die Kriterien mitteilen sollen, nach denen das dann stattfinden kann und nach denen wir auch ein Konzept einreichen können. Und dienstags haben wir einen dreiseitigen Kriterienkatalog bekommen und mittwochs hätten wir ein fertiges Konzept haben müssen. Okay. So, das war aus meiner Sicht, zumindest wenn man den Anspruch hat, dann seriöses Konzept einzureichen, nicht zu machen. Für mich war aber auch ganz zentral zu dem Zeitpunkt, weil wir damals klingt jetzt seltsam, ist ja erst 2 Wochen her, ja, dass wir zu dem Zeitpunkt schon stark steigende Inzidenzen auch in Bonn wieder hatten. Mir das auch ganz wichtig war, zu dem Zeitpunkt nicht ein Signal in die Bevölkerung reinzugeben, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, weitere Lockerungen zu diskutieren, sondern das war auch schon ein Zeitpunkt, ja, wo wir uns weiter stark einschränken mussten und wo mir es als Oberbürgermeisterin extrem wichtig war, ja, deutlich zu machen, wir müssen uns strikt an alle Regeln halten und es ist eine sehr, sehr gefährliche Situation und nicht die Situation, über Lockerungen zu sprechen. Was wir aber gerade machen, ist, dass wir mit der IHK beispielsweise, mit City Marketing, mit dem DEHOGA-Verband, also mit vielen relevanten Playern hier aus der Stadt, die ja massiv auch betroffen sind, deren Mitgliedsverbände von den Einschränkungen, dass wir uns jetzt mit denen kontinuierlich treffen. Morgen treffe ich die auch wieder, um mit denen zu diskutieren, wie können wir uns darauf vorbereiten, zu lockern und vieles winkt, wo man eine Gefährdungslage hat, wo man einen Inzidenzwert hat, wo man das auch wirklich verantworten kann. Also wir sind sehr wohl quasi dauerhaft jetzt unterwegs zu gucken, wie können wir lockern, aber die Frage zum jetzigen Zeitpunkt ist eben mitnichten lockern. Wir haben ja eben auch schon, oder ich habe schon darüber gesprochen, dass wir die Bundesnotbremse erwarten, wir also deutlich Schritte zurück müssen, aber wir bereiten uns eben gut und seriös darauf vor, dann in einen Zustand zu kommen, wo man das wieder auch mit gutem Gewissen tun kann. Ja, und ich finde, also man bekommt ja auch sehr viel Kommunikation seitens Stadt mit, sei es digital oder über unterschiedliche Wege. Also da wird man ja auch immer bestens auf dem Laufenden gehalten. Es gibt sehr viele, sehr lange Kommentare heute. Und einer ging zum Beispiel in die Richtung, dass man im Rhein-Sieg-Kreis den Friseur besuchen darf, ohne sich testen zu lassen. Hier in Bonn braucht man einen Schnelltest. Dann wurde auch gesagt, dass in Köln wohl die Kita oder Kindergartenkinder mit einem Lolli-Test schnell getestet werden können, ob das auch in Bonn geben soll. Mhm.
Also sind jetzt ja zwei unterschiedliche Sachverhalte. Das eine ist, wir gehen tatsächlich bei der Frage der Friseure, Friseurinnen über die Corona-Schutzverordnung des Landes hinaus. Als wir überlegt haben, machen wir das, dass man mit einem negativen Test in den Einzelhandel gehen kann, ja, haben wir das in sich nicht stimmig gefunden, dass man einen negativen Test braucht, um einkaufen zu gehen mit Termin und Hygienekonzept und allem. Aber so eine körpernahe Dienstleistung wie einen Friseurbesuch ohne einen negativen Test machen kann. Und dann haben wir gesagt, dann wollen wir das auch stringent machen und haben dem Land vorgeschlagen, das für die Friseure auch über die Corona-Schutzverordnung des Landes hinaus in unserer eigenen Allgemeinverfügung, also es ist alles ganz kompliziert, was man da auf den Weg bringen muss, verankern zu können. Das hat das Land auch als zusätzliche Schutzmaßnahme akzeptiert. Und ich muss sagen, auch weil wir das relativ kurzfristig tatsächlich verfügt haben, habe ich mit sehr viel Protest gerechnet. Es gab auch ein bisschen Kritik, das war ja auch zu erwarten, aber ich habe auch viel positives Feedback bekommen, sowohl von den Friseuren, Friseurinnen selber, als auch von den Kundinnen und Kunden, die gesagt haben, eigentlich ist es uns auch lieber, das in einem sichereren Rahmen machen zu können. Also insofern glaube ich, dass das vom Krisenstab eine gute Entscheidung gewesen ist, da über die Corona-Schutzverordnung des Landes hinauszugehen. Und dann die Frage Lolli-Tests. Das läuft in Köln als ein Modellversuch in Kooperation mit der Uniklinik von Köln. Ich persönlich finde das auch eine durchaus gute Methode, insbesondere für Kinder, Kita-Kinder, Grundschulkinder, dass man denen nicht in der Nase rumfummeln muss. Und die Spucktests sind ja durchaus auch umstritten. Ja, und hoffe tatsächlich, dass wir dahin kommen, dass die Lolli-Methode mal landesweit ausgerollt werden kann. Aktuell ist das noch nicht möglich. Ich bin da quasi auch in der Dauerkommunikation mit der Bezirksregierung, mit der Landesregierung über diese Fragen. Ja, wir als Stadt Bonn fänden das sehr sinnvoll und würden da auch gerne drauf zurückgreifen. Ich bin aber froh, dass jetzt für die Kitas es auch ein Testsystem, also zweimal testen in der Woche überhaupt gibt. Das ist ja auch schon mal ein großer Schritt nach vorn. Mhm. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte schon der Zeit über Corona gesprochen. Ich würde, okay. Was ja auch angemessen ist, der Situation. Interessiert ja auch viele Menschen. Geschuldet, genau. Ich würde jetzt mal eine Frage stellen, die kam zur Viktoriabrücke. Welche Möglichkeiten hat die Stadt Bonn, um das Renovierungsprojekt zu einem rechtzeitigen Erfolg zu begleiten? Stimmt der Abschlusstermin im Dezember 2021? Wissen Sie das? Oder sonst? Kann das ja auch nachgereicht werden? Genau, also mir ist da jetzt nicht bekannt, dass es da größere Verzögerungen gibt, aber bei Bauprojekten, das habe ich jetzt in meiner ja noch relativ kurzen Zeit als Oberbürgermeisterin schon gelernt und erfahren, ja, tun sich ja von einem Tag auf den anderen auch deutliche Veränderungen auf. Ja, die Frage würde ich mal mitnehmen und gerne, wenn Sie im Chat oder über eine Direct Message die E-Mail-Adresse hinterlassen würden, dann würde ich das einfach schriftlich beantworten. Mhm. Finde ich ein super Angebot, danke. Hier das nächste Thema, da geht es um die Stadtbibliotheken. Mhm. Und da wird gefragt, ich finde, oder wird gesagt, dass die Person es schade findet, dass die Stadt sich in den ehrenamtlichen Außenstellen der Stadtbibliothek gegen einen Abholservice für vorbestellte Medien entschieden hat. Und die Benutzerzahlen sind sehr eingebrochen dadurch, wird hier gesagt. Und es ist doch echt schade, wenn sich Ehrenamtler umgangssprachlich die Beine in den Bauch stehen. Steht da. Okay, also wir haben gerade unlängst nochmal wieder die Möglichkeiten, insbesondere auch für die Bibliotheken vor Ort, erweitert. Mhm. Die waren ja lange quasi komplett zu und es gab ja kaum Möglichkeiten, überhaupt
in die Bibliothek zu gehen und was auszuleihen. Und das haben wir jetzt wieder ermöglicht. Also insofern war mein Feedback jetzt in den letzten Wochen sehr positiv. Das war übrigens eine der Fragen, die Sie mir gestellt haben, glaube ich, in der letzten Runde, weil auch transportiert worden ist, wie misslich es ist, gerade in der Lockdown-Phase auch für Kinder beispielsweise keine Bücher und keine anderen Medien ausleihen zu können. Und das habe ich mir extra auch nochmal mitgenommen. Mhm. Ja, und das war eine der Punkte, die wir im Krisenstab dann sehr schnell dann auch positiv entschieden haben, das wieder möglich zu machen. Mhm. Deshalb wundert mich die Anmerkung ein bisschen. Scheint aus der Perspektive eines Ehrenamtlers. Ich nehme das auf alle Fälle nochmal mit. Vielleicht und einfach kurz erkundige mich. Genau, einmal rückfragen und dann genau, kann das bestimmt geklärt werden. Ist ja schön, wenn die Sprechstunde auch solche Ergebnisse produzieren kann. Ja, dann geht es jetzt einmal um das Thema Sitzungen der Stadt Bonn. Die kann man ja über Livestream verfolgen. Mhm. Und das ist jetzt, glaube ich, eher ein Kommentar als eine Frage. Was unternehmen die Parteien oder alle Parteien, damit dort ein vernünftigeres Miteinander herrschen kann, weil die Person das Gefühl hat, dass es jetzt nicht ganz so freundlich immer zugeht und konstruktiv. Oder konstruktiv vielleicht schon, aber eher genau beobachtet, dass es dass die Stimmung nicht so gut ja. ist. Ja, also ich glaube, das haben politische Gremien natürlich manchmal an sich, ja, dass auch durchaus härter diskutiert wird. Ich finde, das ist auch unproblematisch. Ja, ich finde auch manchmal, dass der Ton, aktuell tagt ja der Hauptausschuss anstelle des Rates. Ja, es tagt ja nicht der ganze Rat, sondern der Rat hat beschlossen, in einer kleineren Zusammensetzung in Form des Hauptausschusses zu tagen, dass der Ton da manchmal durchaus harsch ist. Ja, was vielleicht wichtig ist zu wissen, auch im Bonner Stadtrat ist es so, wie ich es auch schon im Bundestag erlebt habe, dass man durchaus sich über politische Themen auch mal in die Haare kriegt, ja, weil da auch unterschiedliche Auffassungen aufeinandertreffen, weil die Opposition beispielsweise auch mal unzufrieden ist mit dem, was die Oberbürgermeisterin macht und die Oberbürgermeisterin sich manchmal von der Opposition auch zu Unrecht kritisiert fühlt. Ja, und das sagt man dann auch mal auch in einer emotionalen Regung. Ja, und das halte ich auch für normal. Und danach ist es aber, oder auch im normalen Umgang miteinander, finde ich, dass die Stadtverordneten sehr guten Kontakt miteinander haben. Und wir haben ja auch viele Austauschrunden zum jetzigen Zeitpunkt eben natürlich digital, ja, wo wir viele Dinge dann auch sehr moderat miteinander diskutieren. Also ich glaube, unser Seelenheil im Stadtrat und unseren Umgang untereinander muss man sich nicht so große Sorgen machen. Okay, also man streitet sich professionell und danach ist alles wieder in Ordnung, sobald die Sitzung vorbei ist. Also wir haben auf alle Fälle eine gute Ebene, miteinander umzugehen. Da mache ich mir wirklich keine Gedanken und man kann auch immer gut Ideen miteinander austauschen und ja, dass es in der politischen Auseinandersetzung auch mal ein bisschen deftiger zugeht, das finde ich persönlich auch durchaus in Ordnung. Ja. Okay, dann steht hier, geht es jetzt um Grünflächen und dass die Person den Eindruck hat, dass die immer mehr zugebaut werden. Und die Frage lautet, wie sieht die Perspektive für eine nachhaltige Stadtplanung aus? Mhm. Die den Erhalt von Grünflächen einplant und bestehende Bäume in Bauvorhaben integriert. Genau, anstatt dass man sie einfach fällen lässt. Also das ist mir persönlich auch ein großes Anliegen. Wir haben die Thematik, dass wir nur noch sehr wenig Flächen haben und gleichzeitig einen sehr großen Bedarf, Wohnraum zu schaffen, insbesondere auch bezahlbaren, preisgünstigen Wohnraum zu schaffen. Und das ist halt manchmal ein Widerspruch in sich. Und meines Erachtens brauchen wir klare Kriterien, wo man bauen kann. Ja, ist aus meiner Sicht auch klar, dass man nicht in die Frischluftschneisen, die wir in der Stadt haben, beispielsweise bauen kann, sondern dass versiegelte Flächen beispielsweise bevorzugt werden müssen. Wir müssen auch gucken, wo können wir beispielsweise aufstocken, Gebäude, die es schon gibt, ja, wo können wir höher bauen. Also da gibt es durchaus noch Potenzial. Und dass wir grundsätzlich
auch den Wert von alten Bäumen beispielsweise stärker gewichten müssen bei Bauvorhaben und dass wir da auch kreativer werden müssen. Das sehe ich auch so. Also wenn man sich das anschaut, es gibt ja auch ganz tolle Beispiele, wo Bäume in Gebäude sogar integriert sind. Ja, sowas gibt es jetzt in Bonn noch nicht. Ja, aber wenn man dafür gute Ideen hat, ja, bin ich da auf alle Fälle für offen. Am Ende hat man dann auch als Gebäude was ganz Besonderes und ganz besonderes Schmuckstück. Ja, und da bin ich sehr dabei, dass wir darauf achten müssen, den Baumbestand auch möglichst zu erhalten. Mhm. Und Sie waren ja bei Hart aber fair, stimmt's? Und da hatten Sie auch über das Thema Wohnen, genau, da habe ich über Eigenheime diskutieren dürfen. Okay. Auch ein heiß diskutiertes Thema. Ich sehe jetzt noch, soweit ich das sehen kann, noch keine Frage zum Thema Eigenheim, aber vielleicht kommt das noch. Hier wurde jetzt einmal kurz gefragt, Sie planen über 180 neue Stellen in der Stadtverwaltung für neue Radwege und so weiter. Ist das wirklich nötig im Hinblick auf die Corona-Schulden der Stadt? Also die Stellen, die jetzt zusätzlich in der Stadtverwaltung in den Stellenplan aufgenommen werden, sind 183, es genau zu nehmen. Ein Großteil davon habe ich sozusagen aus der Ratsperiode vor meiner Amtszeit geerbt. Die hat der Rat beschlossen. Die sind auch schon besetzt. Ja, es ist jetzt mehr ein formaler und auch der Transparenz halber notwendiger Vorgang, natürlich die in den Stellenplan der Stadt aufzunehmen. Ein großer Anteil, ich glaube 74 dieser Stellen insgesamt von den 173 werden auch gar nicht unmittelbar von der Stadt beispielsweise finanziert, sondern sind Maßnahmen, die vom Land finanziert werden oder zum Teil auch vom Bund finanziert werden. Also auch die Dinge tun, die uns sehr unterstützen, wo wir sehr froh sind, dass wir diese Stellen finanziert bekommen. Ein Großteil dieser Stellen beschäftigt sich beispielsweise mit der Unterstützung von Langzeitarbeitslosen. Ja, das sind Stellen im Jugendamt, wo Menschen Kita-Gebühren berechnen. Ja, wir sind eine wachsende Stadt, wir haben mehr Kinder. Das ist eine tolle Entwicklung. Ja, auch jede Erzieherin, die ich neu einstelle, die ist zwar eine Stelle, die die Stadt finanziert, aber da bin ich glücklich drüber angesichts des Fachkräftemangels, dass wir die einstellen können und dass wir die haben und dass die sich gut um unsere Kinder kümmert. Deshalb muss man bei dieser Stellenfrage wirklich sehr, sehr genau hingucken. Wir schaffen jetzt auch zusätzliche Stellen für den Bereich Digitalisierung und da sind wir wirklich als Stadtverwaltung, das muss ich sagen, da sind wir ganz klar hinterher. Und wenn wir da nicht jetzt investieren, dann drohen wir wirklich da den Anschluss zu verpassen. Aber das sind beispielsweise auch Stellen, wo ich mir sicher bin, dass die dann auch eine Art, ich sag mal, Digitalisierungsrendite ja, mittelfristig erwirtschaften, weil wir natürlich vieles, was wir dann digitalisiert haben, beispielsweise auch mit Blick auf Bürgerdienste, ja, dann natürlich auch dieses Personal in der Stadtverwaltung perspektivisch nicht mehr brauchen. Also die Frage stellen, habe ich wirklich die Bitte, da differenziert drauf zu gucken. Für die Fahrradwege, muss ich ehrlich sagen, sind aus meiner Sicht zu wenig Stellen in diesen 183 neu geschaffenen Stellen, nämlich quasi kaum welche. Okay. Dann, um mal beim Thema Verkehr auch zu bleiben, hier wurde eine Frage gestellt zum Thema linksrheinischer Bahn, also Bahnverkehr. Man steht wohl sehr, oder ich weiß es selber auch, Sie wissen es wahrscheinlich auch, man steht sehr oft an der Bahnschranke. Und gibt es da Pläne für Bahnübergänge, dass man, steht jetzt hier nicht, aber unterirdisch, überirdisch, gibt es da mehr Möglichkeiten in der Zukunft? Haben Sie da was? Also da gibt es Überlegungen zu, aber die sind jetzt auch noch nicht total spruchreif. Also ich glaube, die Schrankenproblematik, die ich auch kenne, ja, insbesondere aus dem südlichen Bonn, ja, die wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Da kann ich jetzt an der Stelle leider keine ganz großen Hoffnungen machen, dass sich das schnell erledigt. Okay. Dann, hier geht es darum, ein weiteres geplantes Bauprojekt ist die Deichmannsaue und die alte Gärtnerei in Mehlem. Ich persönlich kenne es jetzt nicht. Sagt Ihnen das Bauprojekt was? Ja, ich dann würde ich mich vor ein paar Wochen mal damit beschäftigen. Okay, gut, dann stelle ich jetzt mal die Frage.
Warum soll das Naturparadies für neue Wohnungen zerstört werden und das riesige sogenannte Miesengelände in Friesdorf an der Bahn einem ehemaligen Fabrikgelände, ich glaube, die Frage soll heißen, dass da jetzt nicht so viel passiert momentan. Mhm. Genau. Und warum nimmt man an der anderen Stelle eben die Natur weg? Also die Entscheidung, dort zu bauen, ist ja vor meiner Amtszeit entschieden worden. Aber auch da muss ich noch mal darauf hinweisen, dass wir einen großen Bedarf haben, Wohnraum zu schaffen. Ja, dann kommt es natürlich auch immer extrem darauf an, wie werden die Gebäude, wie sehen die aus, ja, fügen die sich da gut in die Umgebung ein, werden die örtlichen Begebenheiten auch gut beachtet. Ja, da kann man sicherlich immer auch ganz viel tun, aber dass wir auch Flächen brauchen, um zu bauen, das ist sicherlich, also halte ich für unbestritten. Und da das Miesengelände angesprochen worden ist, meiner Kenntnis nach gibt es da durchaus auch Planungen für. Also das wird nicht für die nächsten 20 Jahre so aussehen und brach liegen. Das ist nur zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so konkret. Mhm. Dann noch mal so ein bisschen was zum Thema Corona. Es gibt einen sehr konstruktiven Vorschlag. Vielleicht gefällt er Ihnen, schauen wir gleich mal. Und ansonsten wurde gefragt, warum vom Gesundheitsamt keine Bescheinigung ausgestellt wird, dass man unter Quarantäne gestellt wurde als Bürger. Also das Gesundheitsamt schickt ja Quarantänebescheide raus. Also wird das gemacht? Ja, also. Okay. Dann lautet dieser konstruktive Vorschlag, das finde ich eigentlich ganz interessant, eine Corona-Sprechstunde einzuführen, wo beispielsweise die Leiterin des Gesundheitsamtes dann auch ansprechbar ist für die Bürger und die Bürger ihre Fragen stellen können. Das wurde hier einmal angesprochen. Genau, als Vorschlag. Wie finden Sie so einen Vorschlag? Finde ich eine gute Idee. Werde ich mit Frau Engels mal besprechen. Wir haben extrem viele Kontaktaufnahmen zum Gesundheitsamt. Das ist auch immer ein Thema bei uns. Ich weiß die Zahl jetzt nicht ganz genau, aber bis zu 25.000 E-Mails jetzt über die Monate. Also richtig, richtig viel Mails, die da eingehen, auch viele mit individuellen Fragen. Die Hotline wird sehr, sehr stark frequentiert. Ganz oft übrigens mit Fragen, die unser örtliches Gesundheitsamt gar nicht beantworten kann. Die das schon, ja, aber kann da keinen Einfluss drauf nehmen. Als beispielsweise die Impftermine, dass alles anfangs nicht so funktioniert hat, wie wir uns das gewünscht hätten. Das ist ja über die kassenärztliche Vereinbarung gelaufen, da konnte das Gesundheitsamt dann auch nichts machen. Alle haben aber beim Gesundheitsamt angerufen. So, also insofern nehme ich die Idee gerne mal mit, ja, um vielleicht auch noch eine weitere Variante zu schaffen, darüber zu informieren, was macht eigentlich unser Gesundheitsamt selber und wo muss man sich vielleicht auch an andere Informationsgebende wenden. Ja. Sehr schöner Gedanke, tolle Idee. Dann wird hier nochmal das Thema, also was heißt nochmal, aber wir kehren mal zurück zu den Bauprojekten. Unsere liebe Beethovenhalle, da wird jetzt gefragt, ich sei mal dahingestellt, ob das überhaupt möglich wäre, ob man nicht das Projekt einfach schnell und mit einem Schrecken beenden kann und dann ist quasi alles gut für die Stadt Bonn. Wäre das eine Lösung? Also mich würde jetzt interessieren, welches schnelles Schreckensende da avisiert wird. Ja, mein Interesse ist natürlich, die Beethovenhalle schnellstmöglich wieder herzurichten, damit wir die wieder gut nutzen können. Die Beethovenhalle ist auf alle Fälle eine echte Herausforderung, die ich da geerbt habe. Wir haben ja jetzt Stand des Projekts, das ist ja jetzt auch unlängst durch die Medien gegangen, dass wir nochmal genau gucken, ob wir uns auch nochmal anders aufstellen müssen, was die Planungen und sowas angeht. Da ist der Leiter des städtischen Gebäudemanagements gerade dabei, nochmal einen neuen Vorschlag zu erarbeiten und das dann auch in den dafür zuständigen Gremien vorzustellen, weil so wie das jetzt in den letzten Jahren und auch noch in den letzten Monaten gelaufen ist, kann das auf alle Fälle nicht weitergehen. Und jetzt eine Frage von vor wenigen Sekunden.
Auch in Anlehnung an dieses Thema, ja auch Sanierungen. Da ist die Frage, ob systemrelevante Einrichtungen jetzt demnächst bald saniert werden, weil wir wissen alle, wie wichtig die sind und ob da was gemacht wird seitens städtisches Gebäudemanagement. Ich meine, da wird wahrscheinlich permanent geplant. Ja, also systemrelevante Gebäude muss man jetzt natürlich auch definieren. Schulen sind für mich auch systemrelevante Gebäude, ja, klar, beispielsweise. Genau, ich glaube, die sind gemeint. Okay, also Schulen, Krankenhäuser, Schulen, je nachdem gibt es städtische. Genau, da muss man natürlich immer gucken, ja, wem gehört das Gebäude beispielsweise? Ja, viele Kliniken sind nicht in der Hand der Stadt, aber die Schulen beispielsweise, da haben wir auch einen fortlaufenden Sanierungsplan für die Schulen, da passiert auch viel. Wir bauen ja auch viel neu, wir bauen Schulen neu, wir bauen Kitas neu, da ist schon viel Dynamik drin, aber natürlich haben wir auch einen sehr großen Sanierungsstau in der Stadt, bei Gebäuden im Großen wie im Kleinen. Mhm. Und da brauchen wir einen Stufenplan über die nächsten Jahre, ja, Jahrzehnte, ja, wie wir aus diesem Schlamassel rauskommen. Ja, man muss sich ja mal beispielsweise die Bädersituation in Bonn anschauen, die Situation der Sportstätten beispielsweise. Da sieht man einfach, dass über Jahre und Jahrzehnte zu dem Zeitpunkt, wo man da hätte investieren müssen und sollen, um die zu sanieren und auf neuesten Stand zu bringen, ist halt nicht passiert. Mhm. Und das finde ich eine riesige Hypothek, nicht nur für mich jetzt als Oberbürgermeisterin, sondern für die ganze Stadtgesellschaft, ja, und insbesondere für die zukünftigen Generationen, ja, denen ich ja gute Schulgebäude in der Stadt zur Verfügung stellen möchte, ja, die aber natürlich auch mit den Kosten, die damit einhergehen, dann irgendwie umgehen müssen. Also Sie widmen sich dem Thema und sagen, das ist Ihnen ein großes Anliegen. Also Sanierung ist ein Megathema, ja, und ich glaube, wir brauchen eine sehr klare Prioritätenliste, was kommt wann. Und einen realistischen Blick darauf, was können wir mit unseren Kapazitäten überhaupt ermöglichen? Und auch die Frage, wo brauchen wir vielleicht auch mehr Kapazitäten, um schneller beispielsweise bestimmte Dinge auch auf den Weg bringen zu können? Aber wir haben auch beispielsweise als Stadt das Problem, dass wir oft Stellen im Ingenieursbereich, Architektenbereich, können wir gar nicht so schnell besetzen. Also oft ist es gar nicht der Punkt, dass wir die Stelle nicht haben, sondern dass es auch schwer ist, die Fachleute dafür zu bekommen. Also es ist ein komplexes Thema. Ja, der Fachkräftemangel ist groß in der Baubranche seit 10 Jahren ungefähr. Das ist definitiv der Fall. Dann kehren wir jetzt noch mal ganz kurz zurück. Wir haben noch circa 5 Minuten zum Thema Corona. Da haben wir noch ein paar Fragen. Und die erste Frage richtet sich an den Bahnübergang am ZOB, an der Poppelsdorfer Allee. Da gilt Maskenpflicht an Werktagen. Und da ist die Frage, warum nur an Werktagen? Denn gerade auch am Sonntag und am Wochenende treffen sich dort Menschen. Kann man das? Also da muss ich sagen, dass mir nicht bekannt ist, dass wir Maskenpflicht nur an Werktagen verhängen. Also ich kenne eigentlich nur die Regelung, dass durchgängig Maskenpflicht ist. Das muss ich mir dann für den Bereich unten am ZOB noch mal genau angucken. Deshalb kann ich auch tatsächlich die Frage nicht beantworten, warum es diese Ausnahmeregelung am Wochenende gibt, weil mir das tatsächlich so gar nicht bekannt ist. Und dann die gleiche Person hat gesagt, dass wohl im Dienstleistungszentrum, ich denke mal der Stadt Bonn, das Dienstleistungszentrum ist gemeint, aufgefallen sei, dass Mitarbeiter keine Masken im Großraumbüro tragen. Ist Ihnen das bekannt? Das ist mir bekannt. Wir haben Lüftungsanlagen im Dienstleistungszentrum, die da einen guten Luftaustausch ermöglichen. Wenn die Personen, die da arbeiten, sich von ihrem Arbeitsplatz wegbewegen, dann müssen die natürlich eine Maske tragen. Wenn sie an ihrem Arbeitsplatz unmittelbar sind, dann ist das nicht verpflichtend. Die Kundinnen und Kunden müssen natürlich Masken tragen. Aber wir haben insgesamt gerade im Dienstleistungszentrum ein sehr strenges Hygienekonzept implementiert, weil uns das natürlich auch sehr wichtig ist, dass unsere Mitarbeitenden da
in einem guten Setting angesichts der derzeitigen Situation tätig sein können. Vielleicht auch der Hinweis, wir haben jetzt auch ein eigenes Testzentrum für unsere Mitarbeitenden der Stadtverwaltung. Die Stadtverwaltung hat ja viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und durchaus auch Menschen, die im unmittelbaren Kontakt mit anderen Menschen auch sein müssen, weil das zu ihrer Arbeit gehört. Nicht alle sind im Homeoffice. Wir haben jetzt sehr, sehr viele im Homeoffice, aber für manche ist das eben nicht möglich. Und deshalb haben wir auch im Stadthaus für diese Personen ein eigenes Testzentrum, sodass sie sich zweimal in der Woche auch testen lassen können, um da eben auch mehr Sicherheit zu geben. Okay, dann finde ich das sehr gut, dass Sie das nochmal klargestellt haben, dass die Leute wissen, dass das mit dem Hygienekonzept auch abgedeckt ist. Eine Person, ich weiß nicht, ob die ein bisschen später dazu kam, auf jeden Fall hat sie nochmal gefragt, ich glaube, es geht andersrum, warum Bonn sich nicht als No-Covid-Modellstadt bewirbt, oder war das das? Wollten Sie Modellstadt werden zum Öffnen oder Modellstadt für No-Covid? Wie war das? Also wir wollten ja gar nicht Modellstadt. Genau, aber das, weil das so knapp war. Ne? Also wir haben uns auch nicht als No-Covid-Modellstadt als solches beworben. Ich wusste auch nicht, also es gibt, glaube ich, jetzt auch keine formale Möglichkeit, sich als No-Covid-Modellstadt zu bewerben. Wir sind aber als Stadt in einem guten Austausch, auch mit der No-Covid-Initiative, weil ich finde, dass die sehr, sehr gute Ansätze auch haben und auch sehr gute Ideen immer wieder einspeisen. Also gerade auch die Herangehensweise durch ein gutes Testmanagement beispielsweise, das zu verhindern, was wir bis dato ja gehabt haben, Lockdown, Öffnung, Lockdown, Öffnung, nächst hindert. Und da sind wir in einem sehr guten Austausch und ich finde, dass Sie da extrem wichtige Aspekte einbringen, die uns als Stadt auch echt unterstützen. Ja, bei dem ganzen Modellstadt und dann öffnen und nur Covid, da kommt man schon so ein bisschen durcheinander. Also man kann da bei vielem durcheinander kommen. Ja, genau. Also Bonn wird keine Modellstadt in irgendeiner Weise. Zum jetzigen Zeitpunkt in Bezug auf keine Corona. Modelle. Okay, dann jetzt die letzte Frage für heute. Vielleicht auch nochmal eine Frage, die Sie mögen. Ich schaue mal rein. Wir wollen... Mal gucken. Also ich lese jetzt einfach mal vor, vielleicht wird es dann klar. Ich bin gespannt, eine Frage, die ich mag. Vielleicht doch nicht. Mal gucken. Wir wollen keine Schnellradrouten in der Rheinaue oder am Rhein. Es sollen dafür 44 gesunde Bäume gefällt werden. Die Raser sollen auf die Radwege entlang der Bahnschienen verlegt werden. Dort könnte ein Ausbau ohne Naturzerstörung umgesetzt werden. Die Idylle der Rheinaue soll uns als Erholungsgebiet erhalten werden. Also bitte Schnellradwege nicht durch die Rheinaue. Ich wusste gar nicht, ist da was geplant? Ja, und die Planung ist auch sozusagen fest eingestielt und in der Mache. Auch da beißen sich natürlich unterschiedliche Interessen. Ja. Aber ich finde es ganz wichtig, dass wir haben uns auch darauf verständigt, dass wir ein Radschnellwegsystem haben wollen, ja, das wirklich auch attraktiv ist, gerade auch für Pendlerinnen, für Pendler, für Berufstätige, damit man eben nicht mehr aufs Auto beispielsweise angewiesen ist. Und da ist gerade dieser Bereich aus meiner Sicht auch wirklich zentral. Und deshalb halten wir auch daran fest, diesen Fahrradweg zu bauen. Ja. Also nur aus Bürgerinnenperspektive einmal kurz gesagt, jetzt gibt es sehr viele Konfliktsituationen, einfach weil es nicht getrennt ist, mal so. Ich meine, ich kann das auch nachvollziehen. Ne? Das ist natürlich auch einfach eine schöne Gegend und da gibt es unterschiedliche Interessenlagen. Aber also meines Erachtens ist es wirklich zentral, dass wir da einen guten und breiten und sicheren Radweg haben, der eben, wie Sie auch gesagt haben, abgetrennt sind von gerade insbesondere den Fußgängerinnen und Fußgängern, die sich ja auch mit einer ganz anderen Intention in diesem Bereich in der Rheinaue aufhalten. Also vielleicht noch mal einmal kurz tolerant sein und nochmal überlegen. Ansonsten, klar, spielt das Thema Natur und Bäume auch eine wichtige Rolle. Und ich denke mal, die Stadt Bonn wird da versuchen, wirklich möglichst wenige Bäume zu fällen. Ja, das war es für heute mit unserer digitalen Sprechstunde. Sehr viele Corona-Themen, sehr viele Bauprojektthemen, Verkehrsthemen auch so ein bisschen. Wir haben hoffentlich
Nehmen Sie sich ein bisschen was mit für die, fürs Gesundheitsamt, vielleicht kommt ja da. Wie beim letzten Mal mit den Bibliotheken nehme ich diesmal das Gesundheitsamt mit. Vielleicht geht es auch weiter, das Thema mit den Bibliotheken. Ne? Also da war ja auch heute wieder eine Frage. Die Person, die die Frage zur Viktoriabrücke gestellt hatte, hat auch die Kontaktdaten hinterlassen. Das Sehr heißt, gut. da können Sie dann auch gerne persönlich antworten. Oder? Vielen Dank. Super. Ja, möchten Sie noch kurz ein Schlusswort sagen? Ansonsten... Vielleicht weise ich noch auf eine Sache hin, die mir persönlich auch wichtig ist. Am Sonntag macht der Bundespräsident eine Gedenkveranstaltung für die Toten der Pandemie und für die Angehörigen, also für alle, die betroffen sind durch die Corona-Pandemie. Und wir Städte beteiligen uns auch daran, also auch die Stadt Bonn. Wir machen jetzt keine eigene Gedenkfeier, weil wir das jetzt auch pandemiebedingt nicht so adäquat fanden. Aber auch in Bonn sind mittlerweile weit mehr als 200 Menschen verstorben und viele Menschen, die schmerzlich vermisst werden. Ja, und fast jeder kennt einen Fall, also viele Angehörige, viele Freundinnen, Nachbarinnen, die eben auch den Verlust von geliebten Menschen betrauern. Und wir werden dazu aufrufen, oder ich habe dazu aufgerufen, den Sonntag zu einem Tag der Stille zu machen. Und wenn möglichst viele sich daran beteiligen, dann kann man ja auch einen Tag der Stille sehr gut hören. Und das würde mich freuen. Vielen, vielen Dank. Das klingt sehr gut und sehr, ja, sehr schön, dass Sie sich dem Thema so widmen. Wie auch sonst immer, wenn jetzt nicht alle Fragen geklärt werden konnten, dann kann man sich an den Bürgerservice wenden. Die E-Mail-Adresse sollte auch im Chat gleich erscheinen. Und ansonsten treffen wir uns in 6 Wochen wieder zu Frag die UB. Und das ist am 26. Mai. Und dann wünsche ich allen oder drück uns die Daumen, dass wir das mit dem No-Covid hinbekommen, dass nicht viele Tote noch dazukommen. Das wäre sehr schade. Und vielen, vielen Dank, dass Sie das heute wieder möglich gemacht haben. Ja, danke an Sie und insbesondere danke an Sie für die Fragen und dass wir die Möglichkeit haben, auch auf diesem Weg im Austausch zu sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.